Seid ihr denn auch schön alle effizient? Das will ich hoffen, dass ihr alle effizient seid. Ich und Cora werden jetzt sehr effizient sein und ihre Mission angehen. Ich war bei Azog. Ich habe von ihm die Genehmigung für deine Expedition bekommen. Das kann ich gar nicht glauben. Erstaunlich. Wo ist der Begleitschutz? Wie viele Leute hat Azog uns bewilligt? Ich bin der Begleitschutz. Als mich wirst du nicht brauchen. Willst du mich eigentlich verarschen? Azog will uns alleine zu dem alten Konverter gehen lassen? Da kann er uns auch gleich hinrichten. Danke für den Versuch, aber ich glaube, das ist eine Scheißidee. Oder bist du stark genug, um mehrere Soldaten zu ersetzen? Was bin ich? Ich bin Effektivität in Person. Nein. Das Viehzeug erledige ich im Schlaf. So schaut's aus. Du bist ja sehr zuversichtlich. Na gut, aber wehe dir, ich überlebe die Reise nicht. Lass uns die Expedition zum alten Konverter beginnen. Eine große Ansprache brauche ich ja nicht zu halten. Immerhin haben wir niemanden, dem ich erklären müsste, warum wir losziehen. Außer dir natürlich. Wir haben von einigen Spähern berichtet bekommen, dass in der Nähe des alten Konverters einige sehr schwach aussehende Kreaturen beobachtet wurden. Ich rede von diesen fremden, lilanen Kreaturen. Bis dato wussten wir nicht mal, dass sie überhaupt altern können. Zumindest soweit ich das weiß. Ich erzähle das besser alles unterwegs. Bist du bereit, um aufzubrechen? Du hast so schöne rote Augen. Sehr effizient, ich sehe es. Ich bin soweit. Lass uns zum alten Konverter aufbrechen. Oh. Gut, dann mal mir nach. Jacks Augen sind viel zu wenig rot. Ah, du musst dieser Jax sein, der plötzlich auf meiner Liste für kaufberechtigte Personen aufgetaucht ist. Das ist zumindest mein Name. Gut, hier steht, du hast jetzt Zugang zu der Warenklasse 1. Du kannst ab jetzt jederzeit bei mir einsehen, was du erwerben darfst. Zeig mir, was ich... Bitte sehr. Oh, das soll schlechter. Wirklich, das ist alles. Okay, das kaufen wir. Ich bin bald pleite. Weil ich mir auch mehr Sachen wieder gekauft habe. Mit dem Lasergewehr. Du wolltest erzählen, worum es bei dieser Expedition überhaupt geht. Lasst uns erstmal hier verschwinden. Wenn wir draußen sind, erzähle ich alles. Ich hab mir Laserschwert gekauft. Ich glaube, ich habe die falsche Hose an. Das ist doch noch immer die alte Hose. Oh, die Alphose war, glaube ich, auch schlechter. Also, ignorieren wir das Teil. Da liegt doch noch die Leiche herum. Habe ich die nicht gelootet? Der Tracker ist tot. Sind wir alle noch beisammen? Sieht wohl so aus. Gut, dann weiter. Und lasst uns einen Zahn zulegen. Ihr habt ja alle gesunde Beine. Wir Hand halten, wenn wir die Straße überqueren. Was ist eigentlich damals passiert? Was meinst du? Du bist viel emotionaler als andere Alps. Ach, das meinst du. Erzählst du mir jetzt, warum das so ist? Alles, was du wissen musst, weißt du bereits. Ich sollte vielleicht langsam mal erklären, was wir hier eigentlich machen. Ihr kennt diese lilanen Biester, die Marakor quasi überrannt haben? Es gibt Gerüchte, dass an dem alten Konverter einige dieser Dinger gesichtet wurden, die merkwürdig schwach aussahen. Wir sind auf dieser Expedition, um Gewebeproben von ihnen zu holen. Und dafür brauche ich dich. Du musst sie für mich töten. Lebendig lassen sie wohl kaum saubere Proben aus sich herausschneiden. Was ist so besonders an diesen Viechern? Außer, dass sie schwach aussehen. Aber genau das ist das Besondere an ihnen. Soweit ich weiß, kennen wir nur bestimmte Klassen von ihnen, die sich innerhalb dieser kaum voneinander unterscheiden. Zumindest soweit ich das weiß. Mir wird ja nichts erzählt. Meine Sicherheitsstufe ist nicht hoch genug. Oh. Aber ich schweife ab. Jetzt geht der Kampf los. Auf jeden Fall versuche ich mit den Gewebeproben herauszufinden, wie diese Kreaturen entstehen. Werden sie geboren, konstruiert oder nur modifiziert? Oh, du hast
Du hast dir natürlich die fetten Preiszahl ausgesucht. Vielleicht lässt sich aus dem Wissen um ihre Beschaffenheit ein Nutzen für uns ziehen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Weiter so, Frank. Wow. Irgendwo rechts von uns müssten sie ursprünglich hergekommen sein. Aus Marakor. Aber da gehen wir besser nicht hin. Viel zu gefährlich. Diese Gegner mal an. Ich kann es kaum erwarten, Arzog zu beweisen, dass ich recht hatte, diese Expedition zu machen. Was machen wir eigentlich mit den Leichen, wenn wir sie erledigt haben? Was denkst du wohl? Bestimmt nicht nach Hause schleppen. Zumindest nicht ohne eine größere Expedition mit mehr Soldaten. Yes. Nein, es reicht mir, wenn du ein paar Stücke aus ihnen herausschneidest. Ich habe extra Behälter mit Nährlösung mitgenommen. Da drin sollten die Gewebeproben lebendig bleiben. Hoffentlich. Oh, schön, dass du Zeit gehabt hast zum Quatschen, während ich da... Wir nähern uns unserem Ziel. Wenn die Berichte stimmen, müssen wir Ausschau nach einer Höhle oder einem Felsüberhang oder sowas halten. Hoffentlich finden wir sie. Als ich da den Fight meines Lebens gehabt habe, quatschte mich einfach voll. Riskanter Aufenthalt an diesem Ort. Abmarsch. Oh, sie hat gerade Fresse zu dir gesagt, Frank. Der Topf. Da ist doch keine Loot-Sachen drinnen. Fuck. Ja. Oh. Sie haben sich verschrieben. Sie wollten wahrscheinlich Mouthfuck. Das darf ich, glaube ich, auch nicht auf YouTube sagen. Oh. Ja. Dodging Master. Dodging Master Jax. Was soll die Zeitverschwendung? Lass uns weiter. Sorry, dass ich dir dein Leben rette von irgendwelchen Steinklauen. Oh. Ignorieren wir das Teil? Nein, wir ignorieren das Teil nicht. Laserpistole testen. Piu, piu, piu. Ja. Rennt einfach da vorne das Ding. Abmarsch. Wir sind stark. Ein Kampf. Ne, schon vorbei. Oh, OP ist hell. Oh, erst Scout. Ich werde mir erstmal die fette Rüstung in die Hand drücken. Dann geht's ab. Hier, ich war hier noch nie oben. Ach, die Viecher gibt es auch wieder. War das ein Auto? Spielzeugauto, yay. Wo ist dann Konverter? Ich sehe nichts. Ah, gibt es noch eine Schwierigkeit höher? Das Ultra reicht schon langsam nicht mehr. Ist ja zu wenig schwer. Das Ultra. Das ist nicht so nah, wie es klingen hat lassen. Das ist anscheinend extrem weit entfernt. Da sieht man wieder, wie viel es wirklich zu erkunden gibt in dieser Map. Der da nicht drüber fliegen kann, wenn ich schon einen Gleiter sehe, wäre das nicht viel sicherer gewesen. Da sind wir. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Ich würde am liebsten nicht weiter Richtung Konverter gehen. Ich habe zwar eine Waffe dabei, kann aber nicht wirklich kämpfen. Wenn du nicht kämpfen kannst, versteckst du dich besser. Das war auch mein Gedanke. Ich werde in der Nähe warten. Hast du noch Fragen, bevor du weitergehst? Irgendeine Idee, wo genau wir diese lila Kreaturen finden? Laut der Späher müsste sich hier irgendwo eine kleine Höhle befinden. Am Übergang nach Abessa, irgendwo am Rande des alten Konverters, mehr weiß ich auch nicht.
Geh einfach weiter ins Land hinein. Halte nach einer kleinen Höhle oder sowas Ausschau. Die mal eine Berserker DLC bringen werden. Wo man weiter nach Indaren und zur Kuppelstadt gehen kann. Ich glaube, hier ist ja abgetrennt hier. Ja, ja, schau, kann man nicht nach Indaren rüber. War ich anscheinend schon überall, wo man links hin kann. Außer zu dieser Festung. Da könnte ich noch hin. Das schaut nach Logengebiet aus. Logenpor. Ja, nein, natürlich den Duke. Duke Logan. Aber ich sollte auch irgendwo ein lila Turm sein, zu der ich nachher noch muss. Lila Zeug. Buch des Eolex. Loot. Random Lootboxes. Die guten Lootboxes, die wo man nichts zahlen muss dafür. Obwohl ich glaube, das Lootbox-System ist im Allgemeinen auch schon wieder tot. Ist das ein Crony? Kamikaze-Drohne. Naja. Ich komme. Das gefällt dem Frank. Die Kamikaze-Drohne nicht kommt. Das explodiert auf uns. Sie hat was von der Höhle erzählt. Sie hat Steinflau. Da drüben. Das kommt näher. Diese Dinge hasse ich. Finde ich gut. Warum habe ich Nastia überhaupt mitgenommen? Cool hier. Kleines Tier hier. Schlechte Kreatur. Da drüben. Das Ding schaut nicht nach geschwächten Viech aus. Aui. Okay. Wo ist denn das Ding gerade hergeflogen? Oh, Dodge! Holen kann. Holen! Wo ist Frank? Was habt ihr mit meinem Frank gemacht? Ah ja, da steht er wieder. Finde ich gut. Vielleicht ist es ein bisschen overpowered. Das Jetpack hier, das Dodgepack. Aber die Rolle ist allein schon stark genug, dass ich alles zerlege. Your dad. Dein Vater. Dunkle Melix noch gar nichts gemacht. Würde ich da mal schauen, was ich mit dem Zeug mache. Das ist ein fettes Viech. Ups, Pfeile.
nicht gut. Bringt ein guter Trank. Stärke? Gar noch. Gerissenheit also. Yes. Oh, da war was. Edex-Trank. Edex. Der hat ja richtig Leben. Weißt du, dass die aus Augenlasern schießen, die mich one-shotten werden. Aber Frank scheint gut zu blocken dort. Gute Arbeit, Frank. Gute Arbeit. Lass meinen Frank in Ruhe. Augenlaser, aufpassen. Augenlaser, ja. Oi, Augenlaser. Augenlaser. Das war wieder knapp. Jetzt schon fragen, gib ihm auf Nuss. Oi. Augenlaser, Augenlaser. Augenlaser. Oh, die fallen alle. Servomotor. Servomotor? Wirklich? Schaut die Gegend hier so krass besetzt aus von Viechern. Ah, alter Konverter. Ah, wo ist die alte gute Loot? Edex-Ader. Ja. Okay. Da drüben. Kleine Moloch-Feinde. Apropos kleine Feinde, da kommt gerade ziemlich viel auf mich zu. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Definitiv keine Zone, wo ich mich rumspielen sollte. Okay, ein Number down. Oh, wo ist Frank? Liegt er am Boden schon? Frank liegt am Boden. Frank steht wieder auf. Oh, das war eine krasse Rolle. Ah, gute Arbeit, Frank. Das ist wieder down. Okay, dieses Ding haben wir. Gut. Massiven Einsatz von Konvertern muss der Elex-Nachschub der Alps signifikant eingebrochen sein. Dafür haben sie jetzt weniger Feinde. Ich denke, dieser Tausch wird sich im Endeffekt positiv für sie auswirken. Ja, ich weiß ja nicht. Ich sehe da viele Feinde vor mir. Extrem viele Feinde. Oh. Raus hier! Raus hier! Ich schlaf wieder eine Runde. Oh.
Ich habe ja Psi-Energie jetzt. Psi-Energie, Alpzauber-Energie. Da drüben. Ja, ich sehe es. Boom. Schlagspark. Die Elektrizität hat's übernommen. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt das bekomme, wenn ich da alles kille. Aber ich bin schon beim Arbeiten. Da drüben. Ja, ich sehe es. Oh, da ist noch wieder was Fettes. Das. Ja, wir sehen es alle. Bank schaut down für den Kampf aus. Ich weiß. Solange ich noch Shotgun-Muni habe, bin ich sowieso unbesiegbar. Ich kann mit diesem Monster gar nichts. Ja, die Überloot habe ich hier noch nicht gefunden. Aber ich schaut das auch eher nach Missionsgebiet aus. Gegner. Das ist kein kleiner Gegner gewesen. Da drüben. Jedes Mal, wenn er das sagt. Was sagt das so eigentlich? Oh, komm schon, hier wird doch hier irgendeine legendäre Waffe rumliegen. Rotmulch. Beispiele, die schafft er doch alleine, der Frank. Das klingt nach einer Legende. Bitte keine Constitution-Waffe. Captain Zack. Oh. Und langsam sind wir damit. Doppel-Elexader. Gut aus, das Ding, der Captain Zack. Sind wir auf der Karte? Das sieht ganz oben ist der Captain Zack. Oh, da war noch irgendwo eine Spinne. Da oben. Wir es gleich testen. Throwback, that's good. Das ist gut. Ja, ja, gute Waffe. Okay, ich glaube, ich habe mich hier durchgemördert. Hier ist Loot. Hier ist noch mehr Loot.
Und zack, was wert. Die Laserwaffe gar nicht gebraucht. Oh, ist jetzt wieder weit weg. Ja, es wird ein breiter Weg. Oh. Vielleicht noch ein bisschen Captain Zack auf dem Weg testen. Fleischgrille. Ist nichts. Oder nicht noch was Fettes? Ich werde das Ding auch bis ausschaut. Da drüben. Nein. Es kommt nichts nah genug, dass es mich killen kann. Aber ausweichen geht auch nichts. Nein, ich wollte mein Schwert. Oh. Random Nahrung. Das wird reichen. Das muss reichen. Oh. Sind sie mich hier rausgebracht? Da muss schon ein bisschen erkundigt werden. Beten. Und da schon mal erkundigen. Nichts Loot. Das Ding will ich gar nicht bekämpfen gerade. Das Ding werden wir anscheinend bekämpfen müssen. Captain Zack. Eisgigant. Gibt den gerade sehr. Macht ein bisschen weniger Schaden da gerade wie meine Shotgun. Aber die ist auch overpower, das her. Ich glaube, ich habe auch nichts in schwere Waffen reingelevelt. Der Eisgigant, der dann nochmal so geschrien hat. Zack! Oh. Hinten schaut die Rüstung ziemlich gut aus, von vorn nicht so. Das Brustteil schaut ziemlich plastik billig aus. Naja, nicht für dich anscheinend. Nee. Alles klar, Frank. Geht doch. Auch mehr Effizienz von dir. Ah, ich glaube, drüben haben wir gelootet. Bin mir nicht sicher. Aber jetzt haben wir Captain Zack. Da ist alles andere schon egal. Oh, die Maske schaut gut aus. Wird auch nicht so schnell ersetzt. Geh auf Kapuzen. Richtig. Ja. Sehr gut, sehr gut. Der Loot hier? Nee. Hier hast du die Gewebeproben. Danke. Einen Moment, ich setze sie in die Nährlösung. Abziehen. So, dann lass uns mal lieber den Rückweg antreten. Hier ist es zu gefährlich, um sich die Proben näher anzusehen. Ich denke, ich finde den Weg auch alleine unbeschadet nach Hause. Ich weiß ja jetzt, wo ich am besten lang gehe und wo nicht. Willst du mitkommen? Nee. Ich gehe später alleine zurück. Alles klar. Ich bin dann mal weg. Wir sehen uns im Depot. Fulminant. Fulminant? Finde ich auch. Wir sind jetzt bereit dann nochmal für... Problemverkehr. Au, er ist da drüben. Hier rüber.
Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Doch, eigentlich Lust durchzulooten. Schaut doch nett hier aus. Darf mich nicht ablenken lassen. Nee, Episode vorbei. Und dann dunkler Elex Tower. Jo.